Willkommen zurück zu WarioWare Smooth Moves, nachdem wir im letzten Part Nintendo Retro Action hatten und alle möglichen Nintendo-Spiele von den ersten Pong-Konsolen bis heute durchleben konnten, mal wieder für ein paar Sekunden, geht's jetzt zu Jimmy P. Das ist der Bruder von dem Jimmy T. Und er hat gelbe Haare. Kann man sich jetzt auch fragen, wer sieht stylischer aus? Ne? Hundewahnsinn! Und ich denke, das verrät schon ziemlich viel. Disco-Würze. Da sollte es ja für Jimmy T schon reingehen. Und er hat einen Regenschirm für eine Katze liegen gelassen. Aber diesmal regnet es gar nicht. Ein Knochen. Weil Jimmy P ja so zufällig ein Knochen einstecken hat, nicht wahr? Und dann folgen ihm natürlich die ganzen Hunde. Ganz klar. Nachdem wir es im letzten Party schon hatten mit Nintendogs, ne? Kommt jetzt auch hier unser Hundepfleger Jimmy P dran. Und der dance natürlich ein bisschen. Das müssen wir genießen. Ich habe es bei den Katzen unkommentiert gelassen und die Lautstärke aufgedreht. Aber jetzt kennen wir es ja. Komm, mach dich einfach in die Disco. Ich bin mal gespannt, was der für Minispiele hat. Da kann eigentlich nichts mehr Neues kommen, oder? Wie war das? Ching! Disco-Würze. So, Kellner. Da haben wir es schon wieder von Nintendogs. Also, jetzt, Leute, ist alles durcheinander. Jetzt können auch nicht nur Retro-Games mit den anderen kommen. Scheinbar, keine Ahnung. Wir dürften... Wow, wow. Fast beide, Mann, aber nur einer hat gezählt. Nur einer reicht schon. Wir dürften alle Moves kennen, ohne Nunchuk, weil mit Nunchuk kommen natürlich auch nochmal Sachen. Allerdings ist es eine einzige Story. Aber ich freue mich auch da schon drauf. Ja, was ist los hier? So viel Nintendo Retro. Vor allen Dingen Animal Crossing. Das Minispiel ist nicht gut und das Spiel mag ich auch nicht. Ja, können mir Leute noch so viel sagen. Animal Crossing finde ich langweilig. Ich habe die GameCube-Variante gespielt. Ja, warum reagierst du nicht? Hallo hoch! Ey, wisst, ich habe jetzt zehnmal gemacht, aber so halt so schnell irgendwie, dass nicht reagiert hat. Schade. Daumencatcher. Schütteln und sprühen. Hallo. Ach. Ich merke schon, wir haben bei Stufe 2 bekommen, also der Schwierigkeitsgrad ist ein bisschen höher. Jetzt haben wir auch mal Super Mario. Ich habe 4 Münzen gesammelt, nicht nur 2. Muss ich auch mal erwähnt haben. Schießen. Oh. Das war doch mit den Dosen. Sensationell. Also der hat einen ganz schönen Schwierigkeitsdraht drauf. Der Schlüssel rumdrehen. Erwischt! Ja, Plage, mein Schenkel. Ich hab jetzt die Wii-Verbindung ans Mikro gehalten. Also finde ich auch ganz gut, weil man hält sich das ja wirklich ans Ohr. Hm? Ich bin der Stärkste. Karamba! Ich schlage mich relativ gut. Ja, ich muss ja, da kommen ja noch ganz andere Sachen. Hier ist schlaue Pikmin. Wird auch überrollt. Ich kenne es nur, eigentlich ist es ein ganz fettes lila Pikmin. Boom, gerade noch erwischt, du Dieb. Mit dem Roshi. Manchmal kriegt man es hin, manchmal nicht. Ich find's doof. Boxer. Ich kann schnell machen, ja, aber dann erkennt es die Dings nicht. Aber egal, wir haben den Boss und ich bin gespannt, was. Bitte kein Starving. Der Boxer? Ach nee, ich hasse es. Und auch noch in der schwierigen Variante, na gut. Ohne Hinweise, wo er hin macht. Oh, aha. Übrigens zitter ich nicht wie Espenlaub. Irgendwie, es wird halt nur so erkannt, keine Ahnung. Ist nicht so, als würde mich das nervös machen. Und jetzt zuschlagen, jawohl. Und tschüss, Mann, geh baden. Das Schwert! Episch. Damit ist Jimmy P's Sache auch schon wieder vorbei. Der alte Hund hier. Ja, was soll ich zu den tanzenden Hunden noch sagen? Ey? In den 70er Jahren haben sie alles gerobbt. Yay!
Ja. In welche Beziehung die beiden Jimmy-Disco-Brüder wohl stehen? Was passiert, wenn sie zusammen in Disco-Würze sind? Das ist eine große Frage. Dann gibt's Stress hier. So, bei den Katzen haben wir die ganze Nacht durchgedanced, bei den Hunden haben wir den ganzen Tag durchgedanced. Achso, so machen die das. Der Jimmy T, der geht nur nachts rein und der nur tagsüber. Aber wer geht denn tagsüber in die Disco? Naja. Hallöchen. Ich bin's. Dein Bruder. Es gibt noch viele. Okay, nehmen wir erstmal die. Oder? Ja, komm. Das sind alles allseits bekannte Minispiele, deswegen marsch hier weiter. Unbekannt. Dabei doch recht bekannt. Es hat jetzt auch was mit der Penny-Story zu tun, denn da gab es ja die Erfindungsschlacht, wo sie am Ende ein Bike erfunden hat. Und das ist dieses hier. Wario freut sich wie Sau und, naja, irgendwie ist ein bisschen klein geraten. Aber gut. Muss halt Wario ein bisschen abspecken. Nur irgendwas stimmt da nicht. Seltsame Erfindung ist das. Der konkrete Nutzen ist mir auch nicht geläufig. Auf jeden Fall wird aus einem fetten Wario ganz, ganz viele Mini-Varios. Und die kennen wir doch. Ich glaube, im Wario Land 2, 3 gab es sie nicht. Im Wario Land 4 auf keinen Fall. Auf jeden Fall im Wario Land 1, sobald man getroffen wurde, wurde man zu einem kleinen Wario. Und der taucht hier wieder auf. So, jetzt haben wir... Oh, die Kraft! Also, wie gesagt, man versucht jetzt ein bisschen Wirrwarr zu machen, alles durcheinander, was wir erlebt haben. Was wir bislang erlebt haben. Es kommt noch viel. Ja, so ist es nicht. Ah, viel ist relativ. Es kommt noch was. Upsa, du auch. Schön. Die Fernbedienung. Weg, 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 weg. Das war aus der Wario-Story. Der Haufen sah aus wie von Digimon, ne? Und der Haufen immer so gekennzeichnet. Diese Pappdinger, ey. Die. Naja. Dazu sage ich mal nix. Bitte zeichnen. Da hast du's. Ja. Aber der Schwierigkeitsgrad ist unten. Wird jetzt nur schneller. Man muss differenzieren zwischen schneller und dem Schwierigkeitsgrad-Level. Das gehört, das ne. Ja. Das war eine Robbe oder sowas. Ich bin da nicht so form, sorry. Rein da. Fernseher rein und du kommst raus. Oh Mann, ey. Ach ja. Wario hat Glühen, hat man die zum Hintergrund. Angeln? Kabumski! Ich merke schon, man hat den Fokus mehr auf die Wario-Spiele. Also auf die Story von Wario. Das war die erste Story, die wir gespielt haben. Nochmal Samurai. Ah, nee. Gewutz! Die kann man so oft verhauen, wie man will, ey. Herrlich. Auch Spaß. Rasieren. Mhm. Und hier der Zoppel ab. So. Oh. Jetzt habe ich eigentlich voll langsam gemacht, hat trotzdem funktioniert. Hey, herrlich. Der Straßenkehrer. Ein Meteorit kommt von rechts. Das war eine Heldentat. Die Welt ist gerettet. Hallo, darf ich rein? Guten Abend. Oh, bei uns in der Nähe ist ja ein Kindergarten. In der Tat. Hüpsa. Und da gibt es ein Kind, das heißt Johann. Wird immer von den Kindergärtnerinnen gerufen. Johann! 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 Wie kann man nur sein Kind so bestrafen und es Johann nennen, ey? Da wird doch schon automatisch voll von den ganzen Murats und Alis in der Schule gedisst, oder? Jetzt mal ernsthaft. Alter! Ey, Johann, Alter! Oh nein! Das ist ganz fies, weil die Erkennung ist hier echt... Ich gebe mir jetzt voll keine Mühe. Wir müssen halt nachmachen, was die drei vor uns da machen. Boah, weil da die Erkennung, die hakt ganz schön und ja, ruckzuck fliegt man halt raus. Ah, mir tut der Hand weh, weil ich ja gar nicht stehe, sondern sitze und es so tief halten muss.
Und ich mache genau das mit der Wii-Fernbedienung. Was die auch machen. Mit dem Arschwackeln tue ich jetzt zwar nicht. Jetzt muss ich die halt so schwingen wie beim... Boah, keine Ahnung. Ah, mir tut die Hand weh, ey. Es ist voll anstrengend, ey. Aber wenn du es nicht genau machst... Jetzt hier die Fernbedienung. Aufgepasst, immer weiter. Das ist voll krank. Ey, wenn ihr mich jetzt sehen würdet, wie ich hier rummache. Ich hätte das Spiel doch mit Cam machen sollen. Das ist ja krank, ey. Oh, Mann, ey. Scheißdreck, ich will dieses Spiel nicht mehr haben. Mann! Oh. Gerade das allerletzte fehlte. Das gibt's doch nicht. Oh, jetzt alles nochmal. Scheiße. Ich amüsiere mich jetzt prächtig, aber ich hasse den Scheiß, ey. Ich schlafe, ich tue so, als wenn ich... Was denn? Seid ihr dumm oder so? Oh. Mann. Oh, nach unten halten. Oh. Arsch. Arsch. Klopf. Sport. Nee, immer ernsthaft, was soll das, ey? Ich hasse das voll. Ey, dann gib lieber wieder Star Fox her. Mann. Danke. Ein Hoch drauf, dass es erkannt wird. Arschwackeln. Das ist voll anstrengend, irgendwie mit der Wii-Fernbedienung hier so einen Radius zu nehmen, da wie es gerade verlangt wird. Ey, es nervt. Dab. Sieht voll krank aus, Mann. Oh Mann, ey. Oh, Gott sei Dank. Wurde das letzte jetzt auch erkannt, ey. Schon einen ganz dicken rechten Arm. Nee, Spaß. So schlimm ist es nicht, aber trotzdem dummes, blödes Minispiel. Na gut, und Wario wird halt wieder der gute Alt. Aber jetzt... Gib es zurück. Die Wii-Fernbedienung ist gemeint. Gib es sofort zurück. Da stehen alle übrigens gerade, unsere Akteure. Und er läuft zurück in den Tempel. Ja, ein seltsamer Fluchtweg. Danke. Mario, Mona, Kent, Anna, Young Cricket, Master Mantis, Jimmy T, Ashley, Red, Triple und Spitz, Penny, Dr. Gregor, Mike, 9 Volt, 18 Volt, Jimmy P, Mini, Wario, Obolon, Splunks, Joe, der Manager, Kent, der Reporter, Boy, Team, Dinosaurier, Marionetten, Katie, Michelle, Nadine, Lisa, Marie, Emilia, Lucie, Katharina, Sarah, Formtable, Elefanten, Kleiner Oger, Mord, Schweinchen, Elefant, Bär, Äffchen, Art, Deko, Tanzaffen, Parke, och du Scheiße, Mann. Legendäre Tanzhunde. Speziellen Dank an dich, meine lieben Abonnenten, Freunde der Nacht. Ja, ich habe versucht, es vorzulesen. So, Ende. Tja, Leute, bis zum nächsten Projekt und ciao. Nein, das war noch lang nicht das Ende. Man könnte meinen, es war das Ende. Aber es war es noch nicht. Ja, Elefant-Terror beginnt. Was ist das denn da? Ah, hier, das sind die Entwickler, das sind die Credits. Die zeige ich euch natürlich mal. WarioWare's Move Credits. Producer. Und die können wir halt... Yoshio Sakamoto. Da kann man halt so ein Spiel draus machen. Wer war das? War das Satoru Iwata? Nee. Ruichi Kitanishi. Alle so ganz bekloppte Supervisors. Ach, dich brauchen wir nicht. Also... Er ist entwischt. Irgendwie voll Unbekannte, ne? Miyamoto hat nicht mitgewirkt. Iwata ist der Präsident, aber trotzdem. Aber dafür haben sie echt einen guten Job gemacht. Tschüss, Mann! Goro, Ape. Ja gut, das lassen wir jetzt einmal. Aber Miyamoto taucht sicherlich noch auf, weil er halt die ganzen... Schon allein wegen den Retro-Games da, mit Mario und Zelda und so. Weiter geht's im nächsten Part mit der Story, mit... Obolon. Das ist ein Alien, der plötzlich hier strandet und ich verrate mal so viel.
Dann kommt der Nunchuk zum Einsatz und es wird nochmal doppelt so interessant. Also Freunde, bis dann und ciao.